Ja, liebe Zuschauer, liebe Wähler, liebe treue AfD-Anhänger im Wahlkreis Lörrach, ich möchte hier Stellung nehmen zum Wahlergebnis. Ich habe schon mit vielen gesprochen, in diverse Gruppen geschaut. Viele sind niedergeschmettert. Wir haben es ja geahnt, die Prognosen. Ne, zuletzt haben sie ein bisschen Hoffnung gegeben, dass die AfD doch noch an das alte Ergebnis anknüpfen kann. Aber ich denke, Meuthen und andere sogenannte liberale Mitglieder haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist jedenfalls mein Schluss. Die AfD hat zu Zeiten der Chemnitz-Proteste 18% gehabt. Das war, als wir alle auf der Straße waren und uns wirklich dagegen gestellt haben, gegen die Etablierten. Mittlerweile hat die AfD einen Kurs eingeschlagen, der im Grunde genommen als Anbiederung bezeichnet werden muss. Das hat sich insgesamt in Baden-Württemberg niedergeschlagen. Eine Rolle spielte auch, dass wir das Corona-Thema stiefmütterlich behandelt haben, da keinen klaren Kurs zu Beginn der Pandemie gefunden haben. Und jetzt gilt es eben zu analysieren, wie es weiterzugehen hat. 10, irgendwas Prozent, das sind fast 5% weniger. Das ist in allen Wahlkreisen jetzt so. Wir haben in Lörrach 8% etwa geholt. Mein Vorgänger hatte 13% geholt bei damals 15%. Also im Grunde genommen ist es überall in fast allen Wahlkreisen entsprechend heruntergegangen. Die Badische Zeitung hat mich befragt, wie es jetzt weitergeht, was jetzt mit dem Bundestagswahlkampf ist, ob ich da kandidieren werde. Ich habe mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht, wie es bei mir auch weitergeht. Bei mir war vorher schon klar, wenn ich nicht in den Landtag komme, dann werde ich keine größeren Anstrengungen entfalten, in den Schiedsgerichtsverfahren da in der AfD mich zu halten. Was heißt das? Die Badische Zeitung hat jetzt schon getitelt, Mandic kündigt Rückzug an. So war das nicht formuliert. Im Grunde genommen geht es nur darum, bei uns sind die Schiedsgerichtsverfahren so konstruiert, wenn erstmal mit Dreck geworfen wird, dann bleibt auch irgendwas hängen. Man weiß, wie die Mehrheitsverhältnisse auch im Bundesschiedsgericht sind. Das heißt, wir haben es gesehen in vielen Fällen, es geht im Zweifel mittlerweile gegen den Kandidaten aus. Und genauso wird es auch in meinem Fall wahrscheinlich sein. Wenn das Schiedsgericht jetzt entscheiden sollte, der Beschluss des Landesvorstands, der ist rechtmäßig, Mandic sollte nicht in der Partei sein, dann werde ich da meine Prognose jetzt eher keine Rechtsmittel einlegen. Ich werde da nicht vor das Bundesschiedsgericht gehen, wie das andere AfDler gemacht haben. Ich sehe mich nach wie vor in der Partei. Ich habe ja auch vielen Zuspruch. Wir haben einen grandiosen Wahlkampf hingelegt. Wir sind stolz. Alle sind stolz. Nicht nur hier die Lörracher. Wir haben so viel Zuspruch auch bundesweit bekommen. Es haben sich ja auch bundesweit Parteimitglieder beteiligt. Das war wirklich für alle eine grandiose Erfahrung. Und ich habe auch immer gesagt, egal wie das Projekt AfD ausgeht, diese Netzwerke, die da geknüpft wurden, diese Freundschaften, die da geknüpft wurden, die bleiben ja bestehen. Die AfD ist der aktuelle Rahmen, in dem wir glauben, dass wir die Verhältnisse grundlegend verändern können. Die AfD hat aber auch eine Bringschuld, um zu beweisen, dass das nach wie vor möglich ist. Leute wie Meuthen, die nähren beim Wähler und natürlich auch bei dem hart arbeitenden Parteiaktivisten auf der Straße größte Zweifel, dass das in diesem Rahmen noch gelingen wird. Mir ist bewusst, was es auslöst, wenn Leute wie ich, also Kämpfer der ersten Stunde, sagen, oh, vielleicht will ich ja nicht mehr unbedingt in der Partei bleiben. Nichts anderes heißt es ja, wenn Mandic sagt, er wird keine Rechtsmittel einlegen, wenn irgendein Schiedsgericht in Baden-Württemberg sagt, ich weiß ja auch, wer da drin sitzt, wenn die sagen, was Weidel und Konsorten da beschlossen haben, das ist genau richtig. Nichtsdestotrotz gilt es, die Stellung zu halten. Ich möchte vor allem nicht, dass jetzt irgendwelche Anhänger sagen, naja, wenn Mandic schon geht, was nützt das denn noch? So ist das sicher nicht gemeint. Es ist eine persönliche Entscheidung von mir, ob ich mich in Schiedsgerichtsverfahren noch abkämpfe. Wie ihr wisst, bin ich Vollzeitanwalt und ich habe diverse weitere Tätigkeiten auszufüllen. Ich bin auch im Stadtrat in Freiburg. Dieses Mandat werde ich ganz sicher zum Beispiel nicht abgeben, egal wie das mit der AfD ausgeht. In diesem Sinne analysiert
Die Ergebnisse, seid aber nicht zu pessimistisch, vor allem auch meine Wahlkämpfer. Ihr müsst sehen, wir haben 8% geholt im Wahlkampf, in einem Wahlkampf, der dadurch geprägt war, dass wir unter extremsten Beschuss genommen wurden. Wir haben ja nicht nur die örtliche Zeitung gegen uns gehabt, die Badische Zeitung ist mir seit 5-6 Jahren auf den Fersen und berichtet vor allem immer nur dann, wenn es irgendwas Schlechtes zu berichten gibt. Wenn wir im Wahlkampf attackiert werden von Antifaschisten und uns wehren und am Ende noch vom Amtsgericht verurteilt werden, dann ist es natürlich eine Schlagzeile wert. Wenn ich sinnvolle politische Arbeit mache, dann wird es nicht berichtet. Wenn ich vor 8 Jahren irgendeinen Vergewaltiger vertreten habe, dann wird mir das 8 Jahre lang vorgehalten und es wird ein Framing geschaffen. Das ist der Obernazi, das ist der Rechtsextremist und es wird dann zur besten Sendezeit auch im ARD gebracht. Unter diesen Umständen 8% in einem westlichen Wahlkreis zu holen, ist im Grunde genommen ein Erfolg. Ne? So ist für mich die Lesart dieses Abends, dieses Ergebnisses. In diesem Sinne, wir können stolz auf uns sein, was wir geleistet haben. Der Volksanwalt hat einen grandiosen Wahlkampf hingelegt. Wir haben viel Zuspruch bekommen, auch in unseren Gemeinden dort. Und ich möchte auch nicht, dass diese Leute enttäuscht sind jetzt von diesem Ergebnis, sondern es muss jedem klar sein, was hier gespielt wird. Wenn es möglich ist, diese Nicht-Pandemie durch die Medien und durch die Regierung in eine Pandemie zu verwandeln, dann ist es auch möglich, jegliche politische Opposition im Land schlecht zu reden, durch alle möglichen Methoden, sei es Verfassungsschutz und sei es eben Dauerberieselung in den Medien. Seid auch dessen bewusst, das muss euch im Endeffekt nur noch mehr anspornen, einfach politisch tätig zu werden. Macht was, tut was, hört auf rumzumeckern, der Kampf geht weiter. In diesem Sinne, ich bin noch dabei, bis bald.